Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wenn sich Fraktionen über grundlegende Aufgaben einigen können, ist das immer ein Ergebnis mit Kompromissen. Der Kompromiss in diesem Beschluss findet sich in der Textpassage, die Erschließung, also nach der Textpassage, die Erschließung des Braunkohletagebaugebietes Welzow Süd 2 in den Worten zu hinterfragen, wo vorher im Antragstext klar und deutlich zu verhindern, also verhindern werden sollte, stand. Im Ausschuss und anderswo wurden Fakten ausgetauscht und über das Für und Wider von neuen Braunkohletagebauen, Aufgaben von gemeinsamen Landesplanungskonferenzen von Berlin und Brandenburg sowie Zuständigkeiten bei Entscheidungen in Nachbarländern. Ja, mehrere hundert Seiten Stellungnahmen und Gutachten wurden zusammengetragen und gelesen. Herr Buchholz hat schon darauf hingewiesen, wie dick so mancher Wälzer ist. Wir behandeln dieses Thema heute auch, weil eine Verletzung der für die Braunkohleplanung geltenden Verfahrens- und Formvorschriften bei der Aufstellung des Braunkohleplans Welzow Süd innerhalb eines Jahres seit Verkündung der Verordnung geltend gemacht werden muss. Die Verordnung wurde am 21.08.2014 erlassen und am 2. September im Gesetzesblatt veröffentlicht. Für die bisherigen Diskussionen auch innerhalb der Linkspartei, es wurde schon angesprochen, im kleinen Dorf bis zur Bundespartei, das möchte ich auch gar nicht verhehlen, spielen Glaubwürdigkeit in Fragen der Nachhaltigkeitspolitik und selbstverständlich und der Selbstständigkeit von Ländern eine große Rolle. Deshalb sind transparente Abwägungsprozesse von besonderer Bedeutung. Die Berliner Rolle innerhalb des Prozesses soll nun mit dem vorliegenden Beschluss klarer werden. Ein Zurücklehnen und Abwarten, was andere machen, wie in der Vergangenheit, ist keine Interessenvertretung für Berlin, eine Stadt mitten im Lande Brandenburg. Meine Damen und Herren, kritisch hinterfragt werden soll die Erschließung des neuen Tagebaugebietes. Zu diesen Fragen sollen unbedingt gehören, welche Auswirkungen haben die Reaktionen der Eisen-Schwefel-Verbindungen, die in den freigelegten geologischen Schichten beim Braunkohleabbau auf den Wasserhaushalt in Berlin? Welche technischen und finanziellen Konsequenzen haben stetig steigende Sulfatgehalte im Grundwasser für unsere Trinkwasseraufbereitung? Für wen ist es sinnvoll, Braunkohle abzubauen? Worin liegen die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Risiken? Und wer trägt diese Risiken auch über das Jahr 2050 hinaus? Meine Damen und Herren, Klimawandelfolgen werden weltweit diskutiert. 2014 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881. Berlin hält dabei die Spitzenposition unter den Bundesländern. Gummistiefel statt Schneemann ist das Motto für den Januar 2015. Diese Situation eröffnet nicht nur neue Gestaltungsmöglichkeiten für Neujahrskarten, herzlichen Dank übrigens an alle, die mir zum Beispiel welche geschickt haben. Es wird in den nächsten Jahren also auch Neues darauf zu finden sein, nicht nur Schneemänner. Meine Damen und Herren, Berlin wird mit der Umsetzung der Klimaschutzvereinbarung mit dem Energiekonzern Vattenfall nach 2020 den Ausstieg aus der Braunkohlenverbrennung geschafft haben. Auch wenn uns der Senat bisher keine Zwischenergebnisse zur Umsetzung der Klimaschutzvereinbarung vorgelegt hat, gehen wir davon aus, dass zielstrebig an der klimapolitisch notwendigen Verringerung des Kohlendioxidausstoßes in Berlin gearbeitet wird. Berlin kann als Vorbild letztendlich dazu beitragen, dass überall Braunkohlekraftwerke wie dem in Berlin-Brandenburg, Berlin-Rummelsburg die Nahrung entzogen wird. Meine Damen und Herren, der Beschluss heute ist ein richtiger Schritt. Die Auswertung des darin bis zum 31. März geforderten Berichtes des Senates sollten wir dann aber ebenso zügig vor der Sommerpause vornehmen, vielleicht in Brandenburg. Vielen Dank.